Nun möchte ich Ihnen das Anschlagen des Ludwig Hooks im indirekten Anschlag zeigen. Indirekter Anschlag kann aus zwei Gründen interessant sein. Zum einen, wenn mein Anschlagpunkt von der Geometrie ein direktes Anschlagen nicht erlaubt, oder wenn ich mit einer höheren Nutzlast arbeiten will. Hierzu verwende ich ein Hebeband, kann auch eine Kette sein, sowie unseren Ludwig Hook im Kranhaken. Ich gehe um die Last oder durch den Anschlagpunkt und zurück in den Ludwig Hook. So verteilt sich die Last auf zwei Stränge. Die Last wird nach oben angesetzt, per Funk gelöst.